Gut, dann kann es jetzt losgehen. Heute der späteste Volkswagen-Talk aller Zeiten. Aber das hat man davon, wenn man den Trainer einlädt. Der hat voller viele Verpflichtungen. Du hast wie viele Interviews jetzt gegeben in der Zwischenzeit seit Spielende? Ja, das summiert sich ein bisschen. Also ich würde sagen, so zwischen 8 und 15 sind da so regelmäßig nach dem Spiel. Und deshalb entschuldigt die Verspätung. Aber im Sinne von uns allen wollte ich noch duschen nach der Decke. Mit ein bisschen Glück ist das jetzt das Letzte für heute, oder? Ja, mit ein bisschen Glück, ja. Wir haben vorhin schon am Spielfeldrand kurz geredet nach Spielschluss. Es ist ja noch nicht direkt möglich, ein Saisonfazit zu schließen, weil ihr noch spielen müsst am nächsten Wochenende. Also die Saison ist noch nicht vorbei. Aber ich denke, man kann schon ein Gefühl äußern. Ich habe dich eben auch schon gefragt, ist das jetzt Stolz? Ist das auch ein bisschen Erleichterung, dass man nicht bis zum letzten Spieltag um die Klasse zittern muss? Ist es eine Zufriedenheit? Wobei Zufriedenheit natürlich auch immer ein bisschen gefährlich ist, weil man dann zu genügsam werden könnte. Wie ist dein Gefühlscocktail jetzt gerade? Ja, im Grunde hast du ihn schon ganz gut zusammengefasst. Also ich glaube, dass wir aufgrund der Ausgangslage, die wir einfach im November hatten, alle, wie wir hier stehen, sehr zufrieden sind, dass wir schon letzte Woche nicht mehr darüber reden müssen, ob wir in der Bundesliga spielen oder nicht. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, wie die Jungs das hingekriegt haben. Dazu dann noch jetzt, kann man ja auch sagen, also bis Mitte August sind wir ungeschlagen im Weserstadion, das mal auf jeden Fall. Das ist schon ziemlich lange Zeit und das freut mich sehr. Aber du hast auch recht, Zufriedenheit ist falsch, weil auch heute waren ein paar Dinge dabei, die nicht so gut waren, gerade im Offensivspiel. Und das Ziel von uns allen ist, und das habe ich letzte Woche auch der Mannschaft gesagt, also es stand ja letzte Woche schon fest, in der Mannschaftssprache habe ich gesagt, Jungs, herzlichen Glückwunsch und habe mich auch bedankt für das Vertrauen, was sie mir entgegengebracht haben, weil auch das war nicht selbstverständlich. Ich war und bin ein junger Trainer und die Jungs haben sich total dem verschrieben, was wir machen wollen. Und deshalb habe ich mich bedankt für die Zeit, die sie jetzt mit uns gemeinsam gegangen sind. Aber habe auch gesagt, ich sehe in diesem Raum niemanden, der zufrieden ist mit dem Klassenerhalt als Gesamtziel. Und das sollten wir auch nie sein. Wir müssen uns da weiterentwickeln. Und deshalb, ja, ein Mix aus beiden. Aber heute vor allen Dingen Freude über die Heimserie, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Und ja, vielen Dank für die Unterstützung. Was sich erkennbar durch Interviews mit dir zieht, ist, dass man immer merkt, du hast schon eine sehr spürbare Demut auch für den Job und auch einen Respekt für den Job und vor dem Gegner, vor deiner eigenen Mannschaft, vor deiner Arbeit selbst auch, weil du merkst, das ist natürlich eine Sache mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein, die man da jetzt lenken muss. Ist das tatsächlich so, dass das eine Grundhaltung bei dir ist, dass du sagst, es ist wichtig, dass man immer ein richtiges Maß behält, dass man nicht draufhaut zu sehr, gleichzeitig auch nichts schönredet? Also man hat das Gefühl, das ist immer alles sehr differenziert, wie du den Gegner betrachtest, wie du deine Arbeit betrachtest, sehr reflektiert auch. Ja, vielen Dank. ich finde es schon sehr erstrebenswert, wenn man souverän ist. Souverän, finde ich, ist ein richtiges Wort. Demut ist aus meiner Sicht nicht immer das Richtige, weil man muss auch manchmal klare Kante zeigen und sagen, so, da geht's lang. Also jetzt nicht unbedingt gegenüber den Spielern, aber auch insgesamt zu sagen, nee, das sind unsere Ziele, das ist unser Weg, das gehört auch dazu. Aber als Trainer bist du abhängig von deiner Mannschaft zuvorderst. Wenn, egal was du über Fußball weißt, wenn du das nicht an die Jungs vermitteln kannst und sie es nicht umsetzen, dann bist du verloren. Und deshalb ist die Frage, die ich mir jeden Tag stelle und wirklich in jedem Training, wie kriegen wir das zu den Jungs? Und deshalb bin ich dann auch so dankbar, wenn ich Leistungen sehe wie dieses Jahr, auch wenn es eine Niederlage war und es mir wehtut, aber in München oder in Leverkusen, da merke ich einfach, okay, die stehen hinter dieser Idee. Und das gefällt mir besonders gut. Und ja, eine Demut oder eine Dankbarkeit ist da, wenn ich jetzt hier im kleineren Rahmen in die Runde gucke oder draußen eben ins Weserstadion gucke. Ich meine, ich bin mit, glaube ich, 6 Jahren nach Delmenhorst gezogen. Und hier unten stehen zu dürfen als Cheftrainer von Werder Bremen, da muss man auch, wenn manchmal auch Sachen nicht so gut laufen, muss man sich auch manchmal sagen, ey, geil, das ist einfach super, das machen zu dürfen und freue mich da sehr drüber. Du nimmst ein bisschen meine nächste Frage vorweg, weil ich hätte jetzt eigentlich auch nachschieben... Ich habe auf deinen Zettel geguckt, ich weiß, was du fragen willst. Ich hätte eigentlich auch nachschieben wollen. Ich glaube, was dich auch auszeichnet, ist ein gewisser Enthusiasmus, dass man dir wirklich auch anmerkt, du machst das richtig gern, was du machst, ne? Ja, genau. Das sind die Kollegen aus den Logen. Das ist auch. Vielen Dank auch an alle,
VIP-Logen und für die Unterstützung. Nein, meine ich ernst. Also VIP-Logen, Dauerkarten, Respekt, das ist ganz wichtig für uns. Ja, klar mache ich das gerne. Also, weißt du, was ich am allerliebsten mache, ist, wenn ich auf diesen Platz gehe. Also, ich habe mir angewöhnt, vorm Spiel einmal auf den Platz zu gehen, um den Rasen mir anzugucken. Und ich finde es einfach geil, vorm Anpfiff einmal diese Atmosphäre zu schnuppern und da reinzugehen, kurz in die Ostkurve zu gucken. Aber auch jeden Tag beim Training. Also ich darf mich den ganzen Tag, unabhängig davon, ob ich Cheftrainer bin, ich durfte mich auch schon im Nachwuchs, ich darf mich den ganzen Tag mit Fußball beschäftigen. Und das ist einfach geil. Was jetzt noch dazu kommt, ist, ich habe Spieler mit so einer hohen Qualität, die Dinge auch sehr gut umsetzen können. Und ich freue mich einfach, jeden Tag hier hinzufahren, die Rampe runterzufahren und loszulegen. Aber es ist auch schon was, man klingt jetzt sehr geschwollen, aber schon ein sinnlicher Zugang auch zum Fußball, also was Emotionales eigentlich. Also es ist, du bist nicht der Technokratentyp, der nur Ergebnisse verwaltet, sondern für dich ist es wirklich auch wichtig, dass das ein Teil für dich des Fußballs ist. Das, was du gerade sagst, den Rasen riechen, mit den Menschen auch zu tun haben. Currywurst essen. Und sich vorher schon drauf freuen. Ja. Wir wollen mal über die Perspektive reden. Wir alle haben das Gefühl, glaube ich, miteinander, dass das eine Mannschaft ist, die zu sehr viel Hoffnung auch Vertrauen gibt, weil man jetzt irgendwie gemerkt hat, die Rückrunde war sehr stabil. Es war jetzt nicht zuletzt jedes Spiel mega begeisternd, aber man hat gemerkt, der Mannschaft macht auch keiner mehr sowas vor. Also die wird jetzt auch nicht mal eben irgendwo 4-0 weggefiedelt, weil sie komplett neben der Spur ist, sondern die sind gut beieinander. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich glaube, auch jeder wünscht sich natürlich auch, dass diese Mannschaft verstärkt wird. Aber ich habe eigentlich auch zum ersten Mal seit vielen Jahren das Gefühl, dass man am Ende der Saison nicht noch 3-4 Baustellen hat, wo man sagen muss, oh, da müssen wir jetzt ganz viel tun, weil die Mannschaft an 4-5 Positionen, an allen Ecken und Enden irgendwie, weil der Substanz fehlt. Also im Moment immer das Gefühl, die Mannschaft ist eigentlich so, wie sie beieinander ist, auch eine gute Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch ein großes Kompliment an Frank Baumann, der ja auch für die eine oder andere Entscheidung immer wieder sehr viel Kritik einstecken muss. Aber er hat es geschafft, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen oder zusammenzustellen, die ja auch von der Altersstruktur her, von den Perspektiven her, sehr homogen ist. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, mit Sladi wird uns jetzt ein sehr wichtiger Spieler verlassen. Und wir haben schon unsere Vorstellungen, wie wir die Mannschaft auch weiter dahin entwickeln wollen, dass wir auch konstanter diese spielerischen Leistungen abrufen können. Und da haben Frank und ich zusammen klare Vorstellungen. Und deshalb ist es eine Transferperiode, wo wir mit Sicherheit auch nicht die große Not haben im Sinne, aber wo wir auch schon einen Schritt nach vorne gehen wollen, weil Zufriedenheit wäre auch in dem Bereich der absolut falsche Weg. Jetzt kommen wir mal zum etwas sensiblen Thema. Genau vor einem Jahr saß Alexander Nuri hier und die Mannschaft hat erst am allerletzten Spieltag unter ihm die Europa League verpasst in Dortmund. Das hätte bis zum letzten Spieltag noch klappen können. Nun bist du gekommen nach 10 Spieltagen in dieser Saison und die Mannschaft war bis dahin noch ohne Sieg. 5 Punkte, glaube ich, gehabt. Oder wie, also weniger als der HSV, weniger als Wolfsburg. Und in Hamburg gab es gerade die Situation, dass dein Trainerkollege sehr unglücklich war, dass Luis Holtby gesagt hat, jetzt spielen wir endlich Fußball, vorher war alles scheiße so ungefähr. Man neigt natürlich dazu zu sagen, unter Kofeld klappt das jetzt endlich wieder besser, das ist viel tollerer Fußball. Und dann möglicherweise die Arbeit des Vorgängers sehr zu gering schätzen und zu sagen, vorher war alles doof, jetzt ist alles toll. Unter Alexander Nuri muss man sagen, die Abwehr hat super funktioniert, am Schluss hat die Mannschaft so ein bisschen den Faden verloren. Wie würdest du es vergleichen? Was klappt jetzt besser, als was vorher vielleicht nicht so geklappt hat? Schwierig natürlich. Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage an mich, aber ich glaube, ein Punkt, den man ganz klar rausstellen muss, ist, dass Alex hier insbesondere in der letzten Saison eine Riesenarbeit geleistet hat. Also sie waren, hat auch eine ganz, ganz schwierige Situation gehabt, hat das gemeistert, hat dann ja auch in der Rückrunde begeisternden Fußball gespielt, gute Ergebnisse gehabt. Es ist genau das, was ich eben gesagt habe im Grunde. Ich glaube, man muss sich in diesem Job sehr, sehr bewusst sein, dass man selber nicht der Wichtigste ist. Was ein bisschen schizophren ist, weil man ja eigentlich immer vorne steht und sagt, da geht's lang. Aber trotzdem kann ich nicht auf dem Platz und ich kann auch nicht... Letztendlich kann ich nicht mal Spieler einkaufen, das müssen auch andere machen. Aber also dieses Zusammenspiel, glaube ich, war vom ersten Tag an sehr positiv. Und das ist das, was mir auch sehr wichtig ist, dass man untereinander gut miteinander umgeht, dass jeder auch seine Rolle weiß. Das heißt nicht, dass man nicht harte Entscheidungen treffen kann, sondern die muss man treffen. Und die muss man auch klar treffen, weil wenn man da schwimmt, ich glaube, dann wird es auch schwierig. Aber grundsätzlich zu sagen, ey Jungs, ihr seid das Wichtigste. Das ist etwas, was mir persönlich
total am Herzen liegt. Und deshalb nochmal abschließend, also tue ich mir sehr schwer damit, einen Vergleich zu ziehen zwischen Alex und mir. Alex hat hier auch eine super Arbeit gemacht und ich wünsche ihm nur das Beste. Aber dieser Punkt war in der ersten Woche, das habe ich glaube ich auch irgendwo jetzt mal erzählt, der entscheidende. Die Jungs, sich mit den Jungs zu treffen und zu sagen, ohne Fußball, sondern zu sagen, Jungs, das ist die Idee. Wollen wir? Und zum Glück haben sie gesagt, ja, wir wollen. Ist das vielleicht auch nochmal so ein Schlüssel zum Erfolg eines Trainers, dass man eigentlich dieses Maß finden muss, dass die Mannschaft einen schon respektiert, also man muss schon eine gewisse Autorität haben. Die Mannschaft muss einen aber auch als menschlichen Trainer irgendwie wahrnehmen, der die Leute nicht in die Pfanne haut, der den Leuten auch vor der Kamera nicht irgendwie Sachen hinterherruft oder sonst irgendwas, sondern dass man wirklich merkt, okay, ich kann dem nicht auf der Nase rumtanzen, aber der ist als Mensch für mich greifbar. Ja, das ist ein großes Ziel und das ist nicht immer ganz einfach, weil man ja auch Enttäuschungen verteilt. Jedes Wochenende verteile ich Enttäuschungen, beginnend mit Tore Jakobsen zum Beispiel, will ich mal erwähnen. Der trainiert jetzt seit einem halben Jahr bei uns. Jedes Wochenende, der war in München im Kader, ansonsten gehe ich jedes Wochenende zu dem hin und sage, Tore, gut trainiert, aber heute Osnabrück. Und das ist nicht so einfach für einen Spieler. Genauso dann geht es weiter, Kadernominierung für andere, Startelf. Also du musst ja jedes Mal Enttäuschungen überbringen. Und dabei finde ich es einfach wichtig, dass die Jungs merken, und das hoffe ich, dass sie es merken, es werden nicht alle das so empfinden, aber dass es immer dass nur unter einer Maßgabe erfolgt, dass ich der Meinung bin, dass das Beste für den Erfolg der Mannschaft ist. Dass es aber nichts damit zu tun hat, wie ich sie als Mensch sehe. Und ich glaube, da taugt auch Sladi als sehr gutes Beispiel für. Sladi und ich haben ein sehr, sehr gutes persönliches Verhältnis. Trotzdem gab es Tage, wo ich mit ihm gesprochen habe und gesagt hat, Sladi, heute beginnt jemand anders. Und das ist nicht einfach, das ist harte Arbeit, immer wieder das zu besprechen. Aber ich versuche es von meiner Seite und hoffe, dass die Jungs das auch so empfinden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel. Letzte Frage ist, wir haben noch ein Pflichtspiel, dann geht es langsam Richtung Sommerpause, dann haben wir dieses Jahr eine Fußball-Weltmeisterschaft, dann haben wir irgendwann die Vorbereitung. Wie ist so deine Gemütslage? Sagst du, jetzt könnte ich mal den Akku auch gerne gut wieder ein bisschen aufladen oder ist auch schon Vorfreude da und Vision, wie man jetzt weitermacht? Beides, ganz ehrlich beides. Also Vorfreude ist jetzt schon mega da. Eigentlich, als ich eben reingegangen bin, habe ich mich schon darauf gefreut, wenn wir im August hier wieder rauskommen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das ein ziemlich intensiver Job ist, arbeitszeittechnisch. Und ich freue mich auch sehr darauf, jetzt mal 2 Wochen mit meiner Familie in Ruhe in Urlaub zu fahren. Vielleicht mal versuchen, das Handy auszumachen. Nur rangehen, wenn Baumi anruft, das könnte wichtig sein. Ansonsten Handy aus, Akku aufladen. Und dann haben wir aber noch 4 Wochen, bevor der Trainingsstart ist. Und da werden wir dann auch schon wieder arbeiten und uns auf die neue Saison vorbereiten. Und ich freue mich einfach, weil ich genau dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, das habe ich auch. Ich habe das Gefühl, hier kann was entstehen, hier passiert was. Und ich freue mich auf die nächste Saison, ich freue mich auf die nächsten 3 Jahre hoffentlich. Und wir wollen nächstes Jahr nicht darüber reden, ob wir in der Liga bleiben oder nicht. Und das kann man nicht nur erzählen, sondern da muss man hart für arbeiten und das werden wir tun. Ich glaube, wenn man so in die Saison startet, wie das dieses Jahr gelaufen ist, dann ist es ein großes Privileg, nicht bis zum letzten Spieltag zittern zu müssen und schon seit 2, 3 Wochen zu sagen, eigentlich sind wir ziemlich sicher, dass wir drin bleiben. Dafür dir und der Mannschaft danke, Florian Kohfeldt, liebe Freunde. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, sich Autogramme zu holen und du hast es eben schon angekündigt, ich bin auch gebeten worden zu sagen, dass wir allen Sponsoren und Partnern danken wollen, allen Logeninhabern, allen VIP-Kunden für die Unterstützung in der Saison, natürlich hoffen, dass alle wiederkommen und zur Feier des Tages, weil es heute ein besonderer Tag ist, ist hier 1 Stunde länger offen, also der Abend muss noch nicht zu Ende sein. Prost. Gut, vielen Dank, das war der Volkswagen Talk. Danke.